Ah, Story jetzt wieder. Während Mario und Luigi im Klettern waren, sahen sie Peach und Yoshi. Sie haben erzählt, dass. Ach so, sie hat über ihr kleines Abenteuer erzählt. Mario und Luigi waren beeindruckt. Cool. Und sie klettern weiter. Die Brüder sind weitergeklettert, nachdem sie Peach gesehen haben. Warte, während Peach weggeflogen ist mit Yoshi. Was erwartet sie jetzt? Bowser muss ziemlich upset. Irgendwas sein. Keine Ahnung. Okay, ihr Typen seid die übelsten Untertanen, die ich je hatte. Ich. Was? Ich bin ein paar Stunden vom Schloss weg und ihr habt die Prinzessin flüchten lassen. Und die gucken alle voller Reue. Das ist schlimm genug, dass ich besiegt wurde und ein Teil meines Plans daneben ging. Jetzt komme ich zurück, um zu hören, dass Peach entkommen ist. Ganz alleine. Ja. Meine Übersetzungskünste, ihr wisst. Auf jeden Fall geht's in die nächste Welt. Oh, es sieht aus wie die Sternenwelt aus Mario Brothers. Mario World. Schön ins Echo übrigens auch. Mach ich doch mal hier weiter. Ah, schöne Musik. Die ist aus Super Mario Land 2. Die Space-Mucke. Schöne Musik. Ach, jetzt geht's auf so einen Teil unterwegs, oder wie? Das ist nicht leicht. Ja, und wie es nicht leicht ist. Verdammt. Oh, verdammt! Ich nehme Luigi. Ach, Luigi ist noch unten. Okay. Hoch mit dir. Dann machst du das jetzt. Luigi tut, was ein Luigi tun muss. Ab rein. So. Und jetzt lasse ich mich nicht von den ersten beiden Gegnern direkt killen. Alles klar. Also sieht doch jetzt schon besser aus als vorhin. Oh ne. Okay. Das wird nichts. Wenn der Typ da ist, hab ich schon verloren. Soll ich noch diesen Flammen ausweichen? Die sind genauso schnell wie diese Wolke, auf der ich rumlaufen muss. Das ist übel. Das ist echt gemein, was sie mit mir machen. Komm, säbel Luigis Nase ab. Okay. Oh ne, nicht noch einer. So einer darf erst kommen, wenn ich ein neues Power-Up hab. Verdammt, ey. Vielleicht kommt er zu mir explodiert, oder wie? Ja, oh. Ach du Scheiße. Das. Okay, es ist wirklich schwierig. So. Meine Güte. Oh, noch einer. Und immer noch kein Power-Up. Was kann ich denn hiermit machen? Na, das war klar. Das wird nix. Ich brauche irgendwie Power-Ups. Gehe ich überhaupt hin? Oben gibt es Power-Ups. Hier. So. Wie komme ich denn an Power-Ups? Okay. Verstehe ich nicht. Was? Habe ich einen Stern? Oder was? Luigi leuchtet. Ja. Oh Mann. So eine Verschwendung. Auch wenn ich nicht weiß, wie ich den einsetze. Aber jetzt habe ich zumindest Fliegen. Das ist schon mal gut. Und selbst wenn ich dann keinen Fliegen mehr habe, habe ich immer noch den Boomerang. Das ist auch gut. Okay, alter Rivale. Hier, nimm das. Gut. Jetzt muss ich hier schnell drauf und mir wieder das hier holen. Wenn ich es irgendwie richtig schaffen kann, diese beiden. Nein. Ach, vergiss schon, was ich gesagt habe. Das, was ich jetzt sagen wollte, ergibt schon keinen Sinn mehr, wenn ich das Fliegen-Power-Up nicht mehr habe. Ich wollte dann erzählen, dass wenn ich diese beiden Items beide zusammen immer richtig einsetze, dass ich dann das eigentlich packen sollte. Aber jetzt, wenn ich schon nicht mehr fliegen kann, Pech gehabt. Egal, das darf mir auf jeden Fall nicht abhanden kommen. So. Aber man kriegt auch gar nichts hier an Power-Ups, ne? Das hat mich ja eben ruiniert. Am Anfang ein Pilz, mehr nicht. Und ich kann keine Dinger mehr schießen. Jetzt wieder ein. Wieso darf ich nicht zwei auf einmal mehr schießen? Jetzt darf ich gerade wieder nix schießen.
jetzt wieder. Okay, irgendwie ist das ein bisschen verbuggt, wie ich gerade mal annehme. Wow. Hätte ich mich nicht geduckt, hätte ich nicht meinen Trampolin benötigt hierfür. So. Ja, das ist schon mal gut. Oben? Ne, na toll. Nur weil ich gucken wollte, was da oben ist, verliere ich mein Power-Up. Ah, jetzt habe ich es wieder. Cool. Naja, aber dennoch habe ich nur noch eins und nicht mehr beide. Oh. Verdammt. Okay, ich muss jetzt mal on und off hauen, oder was? Oh nein. Oh nein, jetzt ist der auch noch da. Er ist tot. Gut. Ich habe keine Power-Ups mehr. Ich habe einen Pilz, aber das war's. Oder bin in einer Pilzform. Wo gehe ich jetzt lang? Rechts oder hoch? Na, ich weiß jetzt gerade auch nicht so richtig. Hm, wir werden sehen. Epic Luigi Dance. Sag bloß, das war für 4 Münzen. Nein, das war für sowas. Muss ich den Off-Button hauen? Man weiß es nicht. Habe ich jetzt überhaupt richtig gemacht? Vielleicht konnte ich auch rechts nicht weiter, bevor ich den Knopf gehauen habe. Wer weiß. So, ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich musste da erst oben lang, um hier weiterzukommen. Zumindest vermute ich das. Oh nee, ey. Oh nee, ey. Oh nein! Oh verdammt! Ich brauche ein neues Power-Up. So, wie mache ich das? Ich habe doch gar nichts. Wieso kommt dann trotzdem ein Sound? Ich will was. Jetzt habe ich alle meine Sterne verballert. Nein, das will ich nicht. Mario? Ach, von mir aus nehme ich Mario. Aber wenn ich jetzt auf oben klicke, dann werden alle meine Sterne verballert. Oh, sonst waren es immer diese Hammer-Bro-Dinger. Nee, 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 nee. Ich will irgendwas. Irgendwas anderes aber. Ich verstehe das nicht. Was habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich einen Pilz. Aber ich check das mit den Items nicht. Wieso kriege ich jetzt nur einen Pilz? Ach egal, ich nehme, wisst ihr was? Ich nehme den Pilz einfach an. Vor allem, weil ich ja oben gedrückt habe, den Oben-Knopf. So. Eben kam dadurch immer ein Stern. Jetzt kommt auf einmal ein Pilz dadurch. Ich weiß gar nicht, was das soll. Aber ich krieg doch noch trotzdem hier 2 Items. Na dann ist ja gut. Dann. Ey, immer diese fucking selbe Stelle. So, jetzt gibst du mir das. Hm, aber aus den Items werde ich immer noch nicht schlau. Das ist schon komisch. So, wo ist meine Plattform jetzt hin? Okay, ich dachte schon, die wäre weggespawnt oder so. Das wäre mies geworden. So, und von dem Stern ist bis jetzt in diesem Level auch noch gar keine Spur zu sehen. Ich bin mal gespannt, wo der ist. Oder ob ich nicht schon dran vorbei bin. Das wäre mies. So. Ob ich den Weg zurückfliegen kann? Ich probiere es einfach mal. Ach, das Ding geht sowieso zurück. Okay, dann nehme ich den Weg. Der ist sowieso einfacher. So. Perfekt. Wow, jetzt ist der schon wieder da, ne? Was mache ich denn da? Einfach fliegen. Einmal schießt er noch und dann explodiert er gleich. So möglichst weit weg davon. Ja. Gut. Also wenn man dem ausweichen kann, dann... Weil kann man den auch ausweichen, dann stirbt er irgendwann von alleine. Aber oft kommt man ja gar nicht dazu. Und da haben wir das Sternenteil. Alles klar. Gelöst. Man merkt schon, dass das echt schwieriger wird. Albatros Ambush. Okay. So, so, so. Das nehme ich mir. Wow. Wir schmeißen so weit. Sind das Ambitus? Ich dachte, Ambitus wären diese Pinguine aus Yoshi's Island gewesen. Oder was waren die? So nicht auf jeden Fall. Dachte ich nicht, dass das die Vögel aus Mario Bros. 2 sind. Hm. Hießen die echt so? Komisch. Egal. Husten und so, ne? Wer es übrigens wissen will, die Musik ist aus Sonic the Hedgehog 1 Starlight Zone.
Sonic-Reihe hatte auch schöne Soundtracks gehabt. Na komm, wenn ich den einfach mal wieder nicht treffe, aber mache ich mal so einen Bruce Lee-Trick, aber lass mich dennoch treffen, das ist nicht cool. Kann ich ihn damit töten? Ich hoffe mal. Nö, irgendwie nicht, aber jetzt explodiert er eh. Alles klar. Oh nein, direkt noch einer. Schweinerei sowas. Aber der ist tot. Ha. Boah, Mario Schwanz bewegt sich voll übertrieben, wenn ich Stampfattacke mache und dabei fliege. Allein schon, wie das Wort Schwanz betont wird, ne? Boah. Ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme sieht oder ob das einfach nur Standbild ist, weil wegen der Framerate und so sieht man das halt nicht immer alles. Also, so wie ich das hier sehe manchmal. Sprich, was sich sehr schnell bewegt, bewegt sich in der Aufnahme teilweise gar nicht. So ist es. Ist da unten? Kann ich da rein? Nee, das sah hier so vielversprechend aus. Kann ich vielleicht... Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. So, ihr sterbt jetzt allesamt. Da, bitteschön. So. Alles klar, alles klar. Oh, alles klar. Midway Point ist immer geil. Kann ich da auch runter? Sieht aus, als könnte ich da runter. Moment, ich will nur mal nur kurz gucken, ob man da irgendwie runter kann. Sieht nämlich so komisch aus, wisst ihr? Nee, 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 nee. Wartet. Das ist gerade voll schwierig. Aber irgendwie gibt's ja auch nichts, ne? Naja, dann ist ja gut. Ich wollte nur mal aus Neugier, wir wissen. So, jetzt kann ich in zwei Richtungen rennen. Entweder links oder rechts. Nein, ah, das habe ich mir gedacht. Nein, das wollte ich nicht. Ich dachte mir schon, aber ich habe trotzdem drauf gehauen. Komm, diese Kleinigkeit werde ich irgendwo verzeihen können. Wann gibt es hier einen Weg hoch und... hier, nicht... was soll ich sagen? Links und rechts, ich gehe einfach oben lang. Jetzt ist einfach runter, ne? Okay. Da habe ich auf jeden Fall die Sternmünze und... Okay, ich glaube, ich verstehe schon. Ich muss nach links, weil da ein Pau-Ding ist und das muss ich dann mit nach rechts schleppen. So, so soll es sein, so mache ich es. Wow, das hätte auch nach hinten losgehen können. Ah, das ist nach hinten losgegangen. Einfach nur schnell weg hier. Alter, wie soll ich mit dem Pau-Ding hier rübergehen? So, den töte ich erstmal. Ich hätte eigentlich alle Gegner mal töten sollen auf dem Weg. Nicht nur so ein paar. Ah, da haben wir es. Okay, mal sehen, ob ich es erfolgreich damit zurückschaffe. Nein! Nein! Ja! Oh Gott. Das war übel. Gott sei Dank kann ja Mario Wandsprünge. Da rette ich mich aus solchen Situationen. Wobei da selbst das sehr knapp war. So, weg damit und rein da. Und Ziel. Gut, nächstes Level. Stardust Fields. Okay, Yoshi's Island Grafiken. Wo ist der Hintergrund aus Yoshi's Island? Sieht mir irgendwie nicht so aus, aber ich weiß es nicht. Ich bin mir das ziemlich unsicher. Kann ich ja mal... Treffe ich? Ja. Ich treffe. Cool. So, so und... ja, danke für das coole Power-Up. Hier sind echt eine Menge Gegner unterwegs. Okay, okay, und hier und Dankeschön und auch irgendwie war das... Oh nein, ich darf den ja gar nicht auf den draufspringen, sonst rastet der aus. Aber wenn ich ihn direkt totschieße, dann erübrigt sich das natürlich. Nein. Erst warten, bis sich das ausweitet. Ja, genau so. Nicht einfach frei Schnauze drauf losspringen. Gut, boah, so viele Dinger hier. Eigentlich ist das ein ganz nettes Level. Es scrollt nicht. Allein das macht das Level schon wieder auf jeden Fall. Gibt es in einen hohen Spaßfaktor. Dadurch, dass es nicht scrollt. So, und da kann man hier unten lang. Ich werde hier unten ist ein super Secret-Weg, wo ich den Dings bekomme.
Hier die Münze. Ab, wie mache ich das? Ich muss hier irgendwas freischalten. Fische, Fische everywhere. Oh, Chuck. Hey, Chuck, Mann. Cool, dass du auch in dem Spiel wieder bist. Komm mir wirklich viel zu selten vor. Okay, ich muss das aktivieren. Und jetzt zurück, oder wie? So, so, so. Wie mache ich das denn? Ich muss das Ding von unten treffen, damit da eine Ranke oder sowas rauskommt. Aber wie mache ich sowas? Ach so. So. Ich muss aufpassen, dass der nicht bis dahin wieder zum Leben erweckt. Jetzt hat es gerade ganz schön geleckt. Komm. So. Und so. Ja. So macht man's. So und so. Und jetzt kann ich hier hoch und mir das Ding ergaunern. Ja, so macht man das. 51 von 64 schon gefunden. Es wird immer besser. Natürlich wird es immer besser. Je mehr ich einsammle, desto mehr habe ich. Und dann wird es auch besser. Ich kann manchmal so ein wirres Zeug labern. Oh, verdammt. Aber wenigstens habe ich einen Midway Point. Und ich starte sogar hier. Das Ding muss ich jetzt auch nicht mehr einsammeln. Okay. Ich verliere mein Power-Up. Chuck. So, kann ich hier ein Leben oder so ergattern? Ich denke nicht. Schade, ich war schon kurz davor. Oh, Kacke, ey. Das erwischt mich auch noch. Eiskalt. Okay, diesmal warte ich sogar, bis er hier ist, damit ich nicht genau voll daneben springe. Ich bräuchte einen Pilz oder so. Kriege ich aber nicht. Stattdessen kriege ich hier nur mehr Gegner auf den Hals gesetzt. Okay. Dann gehen die einfach mal. Oh ne, zwei Stück gleich davon. Ich warte einfach. So. Lass sie einfach vorbeigehen. Solange ich denen nichts tun, sie mir auch nichts. Ist hier was? Ne, einfach nur, wenn ich höher drankomme. Ist mir egal. Alles klar. Und dann geht's schon zu Roy's Fortress. Ohne Level mit Secret Exit. Schon komisch.